Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen: Interview mit dem Chefvermittler vom Flugzeugabsturz in den Bodensee, alle Infos zum Weißen Ring und natürlich gibt es auch sonst die aktuellsten Nachrichten, Wetter- und Sportinformationen. Der Flugzeugabsturz vom März vergangenen Jahres in den Bodensee ist geklärt. Unsere Kollegen von Volati haben sich mit dem Chefvermittler Bertram Walser darüber unterhalten. Herr Walser, knapp ein Jahr nach dem tragischen Flugzeugabsturz im Bodensee haben Sie heute nun den abschließenden Untersuchungsbericht präsentiert. Die Klärung des Unglücks scheint nun tatsächlich gelungen zu sein. Was war denn nun schlussendlich die Ursache für den Absturz und wie sind Sie denn auch auf die Spur gekommen, beziehungsweise wie konnten Sie diesen Absturz auch klären? Wir konnten letztlich feststellen, dass es an und für sich 1,5 Minuten vor dem wirklichen Absturz im Rahmen des Flugverlaufs oder während des Flugverlaufs eben zu Problemen gekommen ist. Das hat uns zunächst einmal schon die Flugwegsaufzeichnung von Skyguide hat uns dieses Bild zunächst hinterlassen. Wir haben dann natürlich weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen geführt, natürlich zu beiden Insassen. Wir haben letztlich gerichtsmedizinische Untersuchungen eingeleitet und natürlich auch technische Untersuchungen. Es wurde von der Staatsanwaltschaft Feldkirch ein Sachverständiger bestellt, der da massiv auch unterstützt hat und dann auch letztlich dann feststellen konnte, dass es hier auch zu einer Verformung der Steuereinheit gekommen ist. Und diese Verformung der Steuereinheit hat dieses Bild dann komplett abgerundet, sodass unsere Vermutung, die wir ja schon hatten, dass der Passagier dann eingegriffen hat in den Flugverlauf, sich dann letztlich bestätigt hat. Es war dem Pilot also überhaupt nicht mehr möglich, da diesen Absturz irgendwie noch zu verhindern. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt, als das Flugzeug in Sturzflug geraten ist, ein unumkehrbarer Prozess. Das ist genauso richtig. Der Prozess war mehr oder weniger nicht mehr aufzuhalten, weil eben auch durch diesen Eingriff und durch diese Verformung, die sich ja durch gegenlastige Kräfte ergeben hat, indem natürlich der Passagier eine Bewegung oder den Steuerknüppel nach vorne drückt und der Pilot versucht zu ziehen, es nachher zu einer Verformung und dann letztlich auch zu einer Blockade der gesamten Höhensteuerung gekommen ist. Und in dieser Phase der Blockade hat das Flugzeug dann natürlich zunehmend Geschwindigkeit aufgenommen, hat dann Teile verloren, ist dann massiv in den Overspeed-Bereich geraten und es war dann unausweichlich der Absturz. Und weitere Meldungen des Tages gibt es nun in unserem Newsblog. Mehrwöchige Umbausperren der ÖBB-Bahnstrecken, die Modernisierung des ÖBB-Schienennetzes in Vorarlberg und eines Abschnitts in Liechtenstein machen 2 mehrwöchige Streckensperren nötig. So ist der eingleisige Abschnitt zwischen dem Grenzort St. Margrethen und Bregenz vom 2. Februar bis 22. März geschlossen. Und die über Liechtenstein führenden Gleisanlagen von Feldkirch nach Buchs sind vom 3. bis zum 28. Juni gesperrt. Insgesamt werden 37 Millionen Euro in die Bahninfrastruktur in Vorarlberg investiert. Räumdienste im Dauereinsatz. Innerhalb kurzer Zeit hat ein Adriatief Vorarlberg beachtliche Schneemengen geliefert. Um die 90 Kilometer langen Strecken der A14 sowie der S16 im Ländle schneefrei zu halten, sind bis zu 22 Räumfahrzeuge der ASFINAG im Dauereinsatz. In den vergangenen 4 Tagen wurden auf Vorarlbergstraßen 360 Tonnen Salz gestreut. Und Lawinengefahr steigt auf erheblich an. Die teils ergiebigen Schneefälle der vergangenen Tage haben in Vorarlberg die Gefahr von Lawinen verstärkt. In hohen Lagen, vor allem im Norden des Landes, herrscht derzeit die Lawinenwarnstufe 3, informierte die Vorarlberger Landeswarnzentrale. Ein ereignisreiches Skiwochenende steht vor der Tür. Unter anderem findet der Weiße Ring sowie der Familienskitag statt. Alle Infos darüber gibt es jetzt. Augen zu und durch, heißt es am Samstag. Auf dem Programm steht der legendäre Weiße Ring. Dieses Kult-Skirennen in Lech und Zürs am Arlberg gilt seit vielen Jahren als absolutes Highlight und hat eine dementsprechend lange Geschichte. Zurückzuführen auf Sepp Bildstein, den Großvater des jetzigen Chefs der Skilifte Lech, Michael Mannhardt. Mein Großvater Sepp Bildstein hat mit der selbertechnischen Erschließung von Zürs Lech begonnen.
Ich sage Zürslech deswegen, weil der erste Lift in Zürs war, der Übungslift in Zürs, der Übungshang. 1938, 1940 folgten die Großschlepplifte am Schlegelkopf und am Zürser See. Er ist der Vater des Weißen Ringes. Einmal von Lech die Rüffikopfseilbahn und dann von Zürs aus der Madlochlift. Beides bildet heute die wesentliche Verbindung zwischen den Gebietsbereichen Lech und Zürs. Der Weiße Ring ist weltberühmt. Weltberühmt und deshalb auch immer sofort ausgebucht. 1000 Sportlerinnen und Sportler werden sich auch in diesem Jahr wieder über die 22 Pistenkilometer und 5500 Höhenmeter stürzen. Etwas gemächlicher wird es dann am Sonntag zur Sache gehen. Auf dem Programm steht der traditionelle Familien-Skitag von Vallberg bewegt und den Winterbergbahnen. In nahezu allen Vallberger Skigebieten gibt es gegen Vorlage des Vallberger Familienpasses das Tagesticket für die ganze Familie um 20 Euro. Voraussetzung für die günstige Familientageskarte ist lediglich die Vorlage eines gültigen Familienpasses. Und bei uns geht es auch gleich sportlich weiter. Wir schalten zum Sportblock. Austria Lustenau trennt sich von Pierre Boyard. Der Fußball-Erstligist zog damit die Konsequenzen aus dem Fehlverhalten des Angreifers. Boyard war trotz mehrmaliger Aufforderung und laufendem Spielervertrag nicht zum Mannschaftstraining nach der Winterpause erschienen. Und im Einsatz sind am Wochenende dagegen die Basketballer der Dornbirn Lions. Bei der Heimpremiere von Neo-Coach Diego Fernandes empfangen die Messestädter die Amstetten Falcons in der Ballsporthalle. Spielbeginn ist am Samstag um 18.30 Uhr. Ländle TV zeigt ab Dienstag die Highlights im Wochenmagazin. Das war's vom Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Gottfried Feuerstein ist seit 10 Jahren als VN-Ombudsmann im Dienst. Er hat rund 20.000 Fälle in dieser Zeit bearbeitet. Das System Edelbert Meusburger, die Ermittlungen gegen den ehemaligen Leiter der Großbetriebsprüfung konzentrieren sich auf den Fall DMG. Brisante Unterlagen zeigen warum. Und großer Roman des Vallberger Schriftstellers Michael Köhlmeier. Die VN veröffentlichen einen Auszug aus dem 650 Seiten starken Roman Die Abenteuer des Joel Spazierer, der am 28. Jänner erscheint. Das war's auch schon wieder für heute. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Unsere Dienststelle hat 6 Fixangestellte und ca. 280 Freiwillige. So wie das System jetzt aufgebaut ist, sind Freiwillige essentiell. Weil aus Zivildienern Freiwillige werden. Und die brauchen wir. Österreich verpflichtet. Stimmen Sie am 20. Jänner für die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 6 und 5 Grad. Der Wind weht mit 13 km/h aus Südost. Morgen wird es föhnig, vor allem in den klassischen Föhnschneisen, wie beispielsweise dem Brandnertal, ist der Wind deutlich zu spüren. Dazu ziehen immer wieder ausgedehnte Wolkenfelder über Vorarlberg, die die Sonne zeitweise abschatten. Auf den Bergen gibt es morgen einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen minus 2 und 9 Grad. Am Sonntag ist es weiterhin föhnig und es ziehen Wolkenfelder über das Ländle. Von Süden her können ein paar Schneeschauer Richtung Montafon ziehen. Auf den Bergen wird es stürmisch. Tiefstwerte am Sonntag minus 3 bis 0 Grad, Höchstwerte 2 bis 4 Grad. Am Montag ziehen ein paar Regen- und Schneeschauer über Vorarlberg und am Dienstag schneit es leicht bei Temperaturen von minus 1 bis 2 Grad.